Guten Abend bei Frontal 21. Klingt verlockend. Das Konzert oder das Fußballspiel, das Sie so gerne sehen wollten, ist angeblich ausverkauft. Aber online geht noch was. Bei der Internet-Ticketbörse Viagogo zahlen Fans für normale Plätze auch schon mal Mondpreise. Bis dahin könnte man die Abzocke noch selbstgewähltes Schicksal nennen. Aber womöglich kommt die teure Karte gar nicht an. Wenn Sie sich dann zu Recht beschweren wollen, stoßen Sie auf ein Problem. Die Verkäufer bleiben bei Viagogo anonym und deshalb auch häufig unbehelligt. Anke Becker-Wenzel, Werner Doyer und Joe Sperling über den Ticketkauf außer Kontrolle. Europa League Achtelfinale, die Auslosung. Freitag, 24. Februar, kurz nach 13 Uhr. Schalke gegen Borussia Mönchengladbach. Kaum ausgelost, beginnt der Wettlauf um die Karten. Viele führt der zur Online-Ticketbörse Viagogo. Fans verkaufen hier privat an andere Fans, so stellt Viagogo das Geschäftsmodell dar. Aber ist das so? Schon zwei Stunden später kosten Tickets hier 270, 484, sogar 630 Euro. Klingt eher nach Schwarzmarktpreisen. Dann heißt es, schnell ausverkauft, letzte Chance. Letzte Chance schon am Auslosungstag? Wir fragen nach beim Fußballclub Borussia Mönchengladbach. Wir haben am Samstag, 25. Februar, mit dem Verkauf begonnen. Die ermäßigten Tickets kosten 21 Euro, Vollzahlerkarten 44,50 Euro. Über Originalpreise erfährt der Kunde bei Viagogo wenig. Auch nicht darüber, dass der angezeigte Preis sich noch erhöhen kann. Es ist dem Kunden bei den angezeigten Preisen nicht ersichtlich, ob sich dabei um den Endpreis handelt. Denn am Ende kommt noch eine Gebühr dazu, deren Höhe man im Vorhinein überhaupt nicht bestimmen kann. Die kann teilweise sehr, sehr hoch ausfallen. Hohe Preise, hohe Gebühren und manchmal kommen die gewünschten Tickets gar nicht an. Kein Wunder, dass sich in der Kanzlei Cäsar Preller die Fälle stapeln, aktuell 50. Personalisierte Madonna-Karten für 199, bei Viagogo für 1.199. Elbphilharmonie statt 99 sind es 700 Euro. Und Karten für Frankfurt gegen Bayern München können statt 50 schon mal 600 Euro kosten. Und dabei landet längst nicht jeder Fall beim Anwalt. Viele Leute geben auf, muss man klar sagen. Ja. Viele Leute haben auch ein gewisses Schamgefühl, das eben dann zu offerieren, dass sie für das 20-fache oder 10-fache eben die Tickets gekauft haben und buchen die Sachen vielleicht unter Lebenserfahrung ab. Wer sich wehrt, wie Gisela Lazzecki und ihr Partner, ist oft angewiesen auf einen Anwalt. Dortmund gegen Freiburg, zwei Sitzplätze für 135 Euro hatten sie bestellt. Kurz darauf teilt Viagogo mit, dass diese Karten nicht geliefert werden können. Ich habe gar nicht mehr darauf reagiert. Und dann bekam ich am 2. September mit UPS einen Umschlag und da waren zwei Karten drin, Stehplätze a 16 Euro und weiß ich nicht mehr genau, dann habe ich versucht, Kontakt mit Viagogo aufzunehmen, weil ich dachte erst, das ist ein Irrtum, das kann ja gar nicht sein. Viagogo beharrt auf dem Deal. 135 Euro für zwei billige Stehplatzkarten, die nie bestellt waren. Es folgen Mahnschreiben, Gebühren. Am Ende soll sie über 300 Euro zahlen. Wo Viagogo aktiv versucht, deren Gelder einzutreiben, dafür treten sie ganz offensiv auf deutschem Markt auf. Andersrum, wenn Leute aber versuchen, Geld von Viagogo wieder zu bekommen, dann ist unser Erfahrungswert, versteckt sich Viagogo hinter dem Geschäftssitz in der Schweiz. In der Schweiz hat die Viagogo AG laut Internet ihren Sitz. Genf, Rue de Lyon 109. Schriftlich hatten wir Viagogo zu den Vorwürfen befragt, doch unsere Mail blieb unbeantwortet. Also fahren wir selbst dorthin. Am Hauseingang keine Klingel, lediglich ein Briefkasten. In der zweiten Etage endlich eine Tür. Wir klingeln. Doch niemand öffnet, auch auf Anrufe reagiert keiner. Abgebrochen. Das Schild an der Tür verweist uns an genau jene E-Mail-Adresse, an die wir schon vor einer Woche unsere Fragen geschickt hatten. Viele Kunden stellen erst, wenn sie sich beschweren wollen, fest, dass Viagogo gar nicht Verkäufer des Tickets ist, sondern den Kauf nur vermittelt hat. Der eigentliche Verkäufer bleibt anonym. Will der Kunde jetzt sein Geld einklagen, stellt sich die Frage, von wem? Mangelnde Transparenz ist der Hauptgrund dafür, dass die Marktwächter der Verbraucherzentrale das Internetportal jetzt abgemahnt haben. Auch die sogenannte Viagogo-Garantie stellen sie in Frage.
Und zwar wird garantiert, dass man Tickets erhält, die man bestellt hat. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und Viagogo behält sich auch in dieser Garantie vor, nach Ermessen möglicherweise, wenn Tickets nicht vermittelt werden können, eben keine Tickets zu schicken. Wer steckt hinter diesem Geschäftsmodell? Firmengründer der Viagogo AG ist Eric Baker. Beim Auskunftsdienst Dun & Bradstreet finden wir eine weitere Firma, die Viagogo Incorporated mit Sitz in San Francisco, USA. Geschäftsführer ein Eric Baker. Dokumente der amerikanischen Börsenaufsicht von 2008 weisen einen Eric H. Baker als Geschäftsführer von Andrew Capital aus. Laut Viagogo Verkaufshandbuch von 2010 ist Andrew Capital ein Powerseller, also ein gewerblicher Großverkäufer. Als Zahlungsdienstleister wird in den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Viagogo die Firma YSG Safe Processing Limited genannt, eine Firma mit Banklizenz in der Steueroase Malta. Hinter der YSG steht laut Auskunftsdienst Orbis die Pugnacious Endeavors Incorporated, Sitz in Delaware, USA, auch eine Steueroase, Präsident, so Orbis, Eric H. Baker. Kontrolliert also Eric Baker, der Gründer der Viagogo AG, Vermittlung, Abrechnung und gewerblichen Verkauf der Tickets? Viagogo will nur eine Plattform sein, von Fans für Fans. Veranstalter und Experten haben da ihre Zweifel. Anonymität und Intransparenz schützten Geschäftemacher. Natürlich ist es eine sichere Form von Schwarzmarkt, weil man sich in der Anonymität verstecken kann und es natürlich auch Leute motivieren könnte, betrügerisch unterwegs zu sein, um tatsächlich Gewinne zu erzielen mit den Tickets. Bundesliga-Vereine wie Borussia Mönchengladbach versuchen seit Jahren, das zu unterbinden, bislang vergeblich. Welche Rolle spielt bei diesen Geschäften Viagogo? Viagogo tritt selber als Vermittler auf, so behaupten sie es. Wir denken, dass Viagogo selber Mittelsmänner hat, die Tickets aufkaufen. Was aber noch nicht bewiesen ist, oder? Das können wir leider nicht beweisen. Im internen Viagogo-Verkäuferhandbuch von 2010 stand: Wir haben nicht nur private und gewerbliche Verkäufer, auch wir verkaufen Tickets auf der Website. Bitte beachten Sie, dass weder Verkäufer noch Käufer wissen sollten, dass wir der Verkäufer bestimmter Tickets sind. Die Verbraucherschützer wollen Klarheit, bereiten eine Klage vor. Im günstigsten Fall würde das Gericht natürlich uns vollkommen recht geben und Viagogo müsste dann künftig die Seite transparenter gestalten, also völlig klarstellen, dass sie Vermittler sind und nicht Verkäufer. Sie müssten auch ihr Garantieversprechen natürlich anders gestalten, wenn sie es so überhaupt noch zur Verfügung stellen könnten. Verhandlungen mit Viagogo führen zu keinem Erfolg. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Es gibt nur die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber dagegen vorgeht. Verbraucherschutzminister Maas hält bislang die gesetzlichen Regeln für ausreichend und teilt auf Nachfrage schriftlich mit: Die Vorgänge rund um den Ticket-Schwarzmarkthandel beobachten wir sehr genau. Eine Bewertung, inwiefern dieser unter Strafe gestellt werden kann, ist bisher noch nicht abgeschlossen. Gisela Lazzecki hat mit Hilfe ihres Anwalts doch noch Recht bekommen. Viagogo kommt für sie nicht mehr in Frage. Absolut nicht. Aber irgendwann macht man mal den Fehler und muss man sich 2 Jahre mit rumärgern.